Ja, liebe 96-Fans, Deadline Day heute auch bei Hannover 96 und wir haben nochmal zugeschlagen. Philipp Ochs ist bei mir. Hallo Philipp, herzlich willkommen in Hannover. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Wie geht's dir denn und wie waren die letzten Stunden? Ja, mir geht's sehr gut. Ich bin sehr glücklich. Die letzten Stunden waren super für mich. Lange Fahrt hierher gehabt, aber bin froh, dass das jetzt alles geklappt hat. Du bist jetzt natürlich für morgen noch nicht im Kader, wirst aber Sonntag dann das erste Mal mit der Mannschaft trainieren. Wie willst du unseren Jungs weiterhelfen? Ja, ich freue mich erstmal riesig, dass ich hier sein darf und natürlich will ich mit guten Leistungen weiterhelfen und mit Toren oder Vorlagen, um der Mannschaft zu helfen. Jetzt ist es ja so, dass du hier in der HDI-Arena schon zweimal bereits gespielt hast. Einmal das U19-Spiel mit der TSG Hoffenheim um die deutsche Meisterschaft. Und daran kann ich mich tatsächlich noch sehr gut erinnern. Hast du auch noch Erinnerungen an das Spiel? Ja, ich habe sehr gute Erinnerungen hier im Stadion. Leider nicht für Hannover. Ja, habe auch ein Tor hier geschossen und ich hoffe, dass ich dieses Jahr dann auf die Seite jubeln darf und nicht mehr da hinten jubeln muss. Einmal zum Abschluss noch, warum Hannover 96? Ja, das hat sich hat einfach alles gepasst. Mit dem Trainer, die Gespräche waren super. Ja. Und dann bin ich zum Entschluss gekommen, Hannover 96. Und ich freue mich einfach riesig. Ein Top-Verein, ein großer Verein. Und freue mich auf die Aufgabe. Wir freuen uns auch. Sehr schön, dass du da bist.